Der Captain verpasst nie eine Chance. Was meint ihr? Bei einer Frau wie Donna Dolores mit Sicherheit nicht. Immer diese Warterei. Ja, das finde ich auch. Ich habe keine Lust, hier rumzulungern. Bei einer schönen Frau dauert es eben lange. Wir verziehen uns! Das ist doch nicht zu glauben! Seht euch das an! Komm, Hombre! Komm da raus! Vamos! Vamos! Los, das Militär kommt! Schneller! Schneller! Er ist tot. Ermordet. Ramirez. Pedro Ramirez. Wirst du gleich die Wahrheit spüren, du alter Mistkerl! Los, Muchachos! Der Gringo wollte nicht reden. Wo ist das Mädchen? Sancho, worauf wartest du? Sancho! Vamos, Chico! Lassen Sie mich los! Ich bin schon unterwegs. Ich komme ja gleich. Mein Medaillon! Jetzt mach schon! Los, beeil dich! Du kleine Hure, aus dir werden wir die Wahrheit herausprügeln. Es gibt eine Mine und du weißt, wo sie ist. Wir bringen dich zum Reden. Nein, nein! Lassen Sie mich doch los! Loslassen! Ich weiß nicht schon dazu, dass Sie sich erinnert. Wir sollten langsam sehen, dass wir hier wegkommen. Los, los Amigos! Sei schön brav, dann geschieht dir nichts. Vamos! Auf geht's, Leute! Los, Amigos! Doch nicht!
Ein Glas Milch, bitte. Oh, warum bist du gestorben, Pedro? Warum musstest du mich allein lassen? Lauf hier nicht im Weg rum! Senor, bleiben Sie doch nicht einfach da sitzen und tun Sie etwas! Ich hab etwas verwechselt. Pedro, warum hast du uns verlassen? Warum? Donna Dolores, lassen Sie ihn doch aus dem Spiel. Verdammter Hundesohn, das werde ich dir heimzahlen. Nicht doch. Ja, das reicht. Ihr sollt endlich aufhören. Schluss jetzt. Ihr macht mir das ganze Inventar kaputt. Na, bedienst du hier oder was ist? Komm her, du Saftsack. Massage massieren. Los, komm. Reicht mir jetzt mit euch. Ich schmeiß euch alle hier raus. Los, raus hier. Verschwindet. Wunderschön. Das macht ja noch mehr Spaß als eine Revolution. Er will mich ausnutzen, weil ich seine Arme gepfiffelt habe. Jetzt du! Nein, hol mich herunter! Hol mich herunter! Du wolltest doch meinen Sattel nicht, nein, ha? Nein. Eine Karte, Sir? Ja. Bitte. Ich finde, jetzt übertreibt er etwas. Er benimmt sich einfach schlecht. Schlechtes Benehmen sollte man schnellstens ändern. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich ihm ein paar Manieren beibringen. Ich habe nichts dagegen. Oh, Entschuldigung, Senor, Entschuldigung. Was ist das hier, ein Irrenhaus? Sie, Senor, wissen Sie, die Frau hier, die leitet sogar noch die Post. Weißt du, ob es in dieser Gegend einen Tischler gibt? Segor, mein Bruder. Hol ihn her, mein Freund. Sie, Senor, ich geh ihn holen, ich bin gleich wieder zurück. Tut mir leid, Lindesima, aber diese kleine Ratte hat es sehr eilig abzuhauen. Oh.
Wenn ich dich kriege, reiß ich dich in Stücke! Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Senor, bitte, ich bin hier doch nur dienstags. Gibt's hier vielleicht auch noch was zu trinken? Wie war das eben? Sie wollen einen ausgeben? Vielleicht mehr als einen. Durst hast du ja wohl. Durst ist überhaupt kein Ausdruck. Habe ich mir gleich gedacht, dass du ab und zu gern mal einen trinkst. Okay, ab jetzt sage ich du. Also, worauf warten wir noch? Mal sehen, ob noch eine Flasche voll ist. Wie ich den Laden kenne, finden wir noch ein paar volle Flaschen. Ach, dieses gierige Gesindel hat mich ausgenommen. Erst haben sie mein Pferd gewonnen und jetzt wollten sie auch noch meinen Sattel. Ihr Essen, Senor. Diesen Sattel habe ich von meinem Opa. Gracias, Senora. Mein Sattel ist mir heilig. Was darf's denn sein, ha? Huh? Etwas Frisches zum Abkühlen, meine Herren. Whisky. Oh, wenn ich dich ansehe, platzt mir das Hemd. Ihr Hemd interessiert mich überhaupt nicht. Na schön, nichts für ungut, Lady. Dann holen Sie uns einen Whisky, ich verdurste. Du hast dich nur um einen alten Sattel geschlagen? Es ist ein besonderer Sattel. Erst habe ich mein Geld verloren, dann mein Pferd und dann wollten sie den Sattel. Stell dir vor, die wollten meinen Sattel. Mein Sattel ist mir heilig. Wie gesagt, er ist von meinem Opa. Ich würde mir einen Sattel von meinem Opa auch nicht wegnehmen lassen. Ich habe auch etwas verloren, das mir sehr lieb und teuer war und ich suche es. Du sagst, dass so ein großer, starker Mann wie du nicht auf die Karten achtet? Ja, das ist ein wundervolles Zeug. Das schmeckt nach mehr. Karten? Könnte sein, dass da 5 Asse oder noch mehr drin waren. Kennen Sie die? Tue ich nicht. Nein. Und Sie, Amigo? Ja, schwer zu sagen. Könnte aber sein. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich mal sehen? Irgendwie sehen alle Steckbriefe gleich aus, nicht wahr? Die Bilder sind nicht sehr gut, aber ich bin sicher, dass das 4 mexikanische Brüder sind, die Cortes heißen. Freunde von Ihnen? Noch nicht, aber ich bin extra hergekommen, um mich mit denen bekannt zu machen. Die Bekanntschaft mit Banditen ist riskant. Hey, wenn man sie auch aufs Kreuz gelegt hat, mein Freund, dann mache ich die fertig. Warte mal, nur die Ruhe. Auf diese Gangster ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Und zwar eine beträchtliche Summe. Jeder dieser Saukerle ist 2 Mille wert. In den letzten paar Monaten hat ja eigentlich niemand Ärger gemacht. Ich bin der Mann, den Sie bestellt haben. Wer ist der Fremde, der einen Tischler braucht? Können Sie Sorge machen? Naja, wenn der Kunde keine so großen Ansprüche stellt. Dann machen Sie mir sofort 4 Särge fertig. Und schnell. Wie groß sollen Sie sein und wann wollen Sie sie haben, Senor? Sie können ruhig klein sein. Ich sorge schon dafür, dass Sie reinpassen. Sie sind für die Cortes-Brüder. Wann wollen Sie sie? Morgen. Leichen fangen leicht an zu stinken. Sie sind eine verderbliche Ware. Wo ich herkomme, besäuft man sich bei Begräbnissen. Wieso suchen Sie die Brüder Cortes? Sind Sie einer von ihnen? Warum? Weil ich Leute gern von Angesicht zu Angesicht kenne. Dann dreh dich um, Gringo! Kleine Jungs sollten nicht mit Waffen spielen. Heiliges Kanonenrohr, Mann, du kannst aber schießen. Donna Dolores, wo sind meine Männer? Vor kurzem haben sie hier noch Karten gespielt. Ach so, du bist also der Capitano, was? Na komm schon, draußen warten sie schon auf dich. Ja.
als Fargo-Gesellschaft fahren. Hey, was soll denn das? Meine Sachen! Es schlägt einem die Sprache, Signora. Das kann man wohl sagen. Signor, wenn Sie später zu Bett gehen, würden Sie freundlicherweise die Laterne ausmachen? Natürlich. Buenas noches, Donna Dolores. Buenas noches, Signor. Können Sie mir nachher ein Handtuch hochbringen? Mir fiel vorhin auf, dass in meinem Zimmer leider eins fehlt. Entschuldigen Sie, Mr. Fulton, ich bringe Ihnen sofort eins hoch. Man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Alle wollen mehr Geld, aber Sie tun nichts dafür. Madre de Dios, was soll dieses Geballere? Señor Fulton, schnell helfen Sie mir! Señor Fulton! Was ist denn los? Einen Moment, Donna Dolores. Lassen Sie mich erst allein reingehen, ja? Enttäuscht? Das ist ein sehr alter Trick. Aber er funktioniert immer noch. Hätten Sie Lust, mit mir zu pokern? Nein, mit Ihnen lieber nicht. Ich kann nicht gerade sagen, dass es mich freut, Sie am Leben zu sehen. Und das ist die Wahrheit. Das ist gut zu wissen. Ich höre Ihnen genau zu, Amigo. Reden Sie weiter. Es ist doch kein Geheimnis, dass Sie das Kopfgeld für die Cortes-Brüder haben wollen. Sie sollten wissen, dass ich eine größere Sendung Gold einzutreiben habe. Und was haben Sie damit zu tun? Ich bin hier als Agent einer Bank aus Silver City, die vor einigen Wochen von diesen vier Gentlemen ausgeraubt worden ist. Eine Ladung Gold, eine Bank, und was habe ich damit zu tun? Das werde ich Ihnen erklären. Nun, es ist so, dass diese Gentlemen für mich lebend geschäftlich wertvoller sind als tot. Darf ich Sie also bitten, Ihre geplanten Aktionen für ein paar Wochen einzustellen? Viel länger dürfte es bei mir nicht dauern. Und Ihnen werden ein paar Wochen doch nichts ausmachen, habe ich recht? Und Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Was Sie da von mir verlangen, meinen Sie doch nicht ernst. Tut mir leid, Amigo. Die Sache läuft nicht. In diesem Fall, mein lieber Freund, sehe ich mich gezwungen, Sie als Konkurrenten anzusehen. Mich foltern? Sie. Sehr schön. Ein Handtuch ist genau das, was ich wollte. Das ist aber für Senior Fulton. Er braucht es nicht mehr. Komm mit. Senor, Sie sollten sich wie ein Gentleman benehmen. Senor, nein, Sie sind kein Gentleman. Nein, nein, natürlich nicht. Wir zwei haben jetzt unser Geheimnis, okay?
Kerzenlicht brauchen wir nicht. Nein, Senor. Bitte, bitte nicht. Ich bin Witwe von Serrades García Morales Ramirez de Pedro Admirados. Und ich trauere noch. Bitte nicht. Ich verstehe. Natürlich. Ich bin eine Witwe. Das verstehe ich. Ramon! Ramon! Was zum Teufel willst du? Im Posada ist ein Killer aufgetaucht. Er sucht die Cortez-Brüder. Was sollen wir tun? So ein Mist! Ist das wirklich wahr, was du da sagst? Ja, aber du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hab ihn erschossen, als er schlief. Ich hab euch gesagt, ihr sollt eure Augen offen halten und keine Spuren hinterlassen. Warum bist du nicht gleich hierher gekommen? Wieso befolgt niemand meine Anweisung? Wenn diese Gringo-Killer glauben, dass sie Ramon Cortez Angst machen können, dann irren sie sich gewaltig. Diese verrückten Gringos, sie glauben, ihnen gehört ganz Mexiko. Ich will, dass ihr alle aufwacht. Paco! Paco! Verdammt nochmal, beeilt euch! Wir hätten sie alle in der Bank umbringen sollen! Ich habe damit gerechnet, dass sie hinter uns her sind. Es ist ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden, also müssen wir verschwinden. Wir müssen so schnell wie möglich abhauen. Nie! Du verdammter Trottel! Wenn du nicht immer alles alleine machen würdest, würden wir jetzt nicht in der Scheiße stecken. Du bist wahnsinnig. Was erzählst du da? Er ist doch tot. Wieso habt ihr solche Angst? Natürlich haben sie Angst. Sie wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie erwischt werden. Sie und ihre Männer. Wie können sie nur so dumm sein? Die Bank wird niemals aufgeben. Halt deinen Mund, sonst verliere ich allmählich die Geduld. Ich könnte den Plan von der Goldmine vergessen und dich einfach erschießen. Denk mal darüber nach. Worauf warten Sie denn, Sie Mörder? Ich habe keine Angst vor Ihnen und Ihren Männern. Du wirst reden, wenn ich mit dir angefangen habe. Und wenn ich fertig bin, wirst du um deinen Tod betteln. Lass mich mit dir anfangen, Ramon. Ich bringe Sie schon dazu, dass Sie redet. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Je früher Sie redet, desto besser. Da hat sie recht. Wenn du auf uns gehört hättest, wären wir dieses blöde Weib längst los. Das ist mehr als genug Gold für jeden. Wir hätten schon längst über alle Berge sein sollen. Ihr seid ja noch dämlicher, als ich dachte. Ohne mich würdet ihr einfach zurückrennen. Direkt in die Klauen von Diaz am Puerto Nuevo. Hab ich recht, Muchachos? Und ihr wisst genau, was das bedeutet, oder etwa nicht? Morgen fällst du eine Entscheidung, Ramon. Morgen! Immer nur morgen! Du bist die Einzige hier, die mitdenkt. Deine Brüder streiten sich nur. Wir sollten das Gold aufteilen und endlich abhauen. Ehe die Kopfgeldjäger hier auftauchen. Denn, Senor? Ich wollte Ihnen das hier nur wieder zurückgeben. Ich schätze, dass Sie es gestern Abend vergessen haben. Muchas gracias, Senor. Ich muss jetzt nach Rio Nuevo. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig an, um die Vorräte auf die Postkutsche zu laden.
Hasta luego, Signora. Was ist denn los? Du bist 3 Tage zu spät. Warum bist du nicht schon früher gekommen? Ich konnte nicht eher. Wir haben einen Killer in Posada. Er hat unsere ganzen Pläne ruiniert. Ein Killer? Schon wieder ein Gringo? Was will er? Kopfgeld? Ja. Er sucht Cortes. Wenn er die Cortes-Brüder erwischt, dann bedeutet das kein Gold mehr. Aber wenn ich in Mexiko bleibe, dann kriegt mich Diaz und ich... Verstehst du? Ich werde gehängt. Ich werde sicher gehängt. Nein, Pedro, sag das nicht. Sie werden dich nicht erwischen. Ich verstehe das nicht. Schon wieder so ein Kopfgeldjäger. Warum hast du ihn nicht einfach umgebracht? Wenn du nicht so dumm wärst, würdest du nicht vor Diaz flüchten müssen. Du müsstest keine Angst haben, weil du den Offizier getötet hast. Ich weiß. Das sagst du dauernd. Ich habe ihn umgebracht und ich würde es wieder tun. Du hast mir bis heute nicht gesagt, wie es dazu kam, dass er an diesem Abend in deinem Zimmer war. Oh, Pedro. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte ich dir nie wieder ins Gesicht sehen können. Sei nicht eifersüchtig. Du weißt, dass ich nur dir gehöre. Oh. Vergiss nicht, Dolores. Du musst herausfinden, wo das Gold versteckt ist. Glaub mir, wir müssen es haben, wenn wir jemals von hier weg wollen. Es ist sehr schwer, Ramon zum Reden zu bringen, das weißt du doch. Ich muss zuerst sein Vertrauen gewinnen, Pedro. So wie ich dich kenne, wird es dir sicher keine Schwierigkeiten bereiten, das zu erreichen. Was ist das? Wo hast du das her? Ich habe vergessen, es dir zu erzählen. Ich habe es in einer Kommode gefunden. Oder... in einem Bett. Pedro, du tust mir weh. Lass mich los, bitte.
Nein, Pedro! Dir irgendjemand hierher gefolgt? Ich habe was in der Nähe von Posadas gehört. Aber wenn mir jemand gefolgt ist, habe ich ihn mit Sicherheit abgeschüttelt. Glaub mir! Oh. Dir traue ich zu, mich zu verraten. Du willst mich doch am liebsten tot sehen. Dafür wirst du bezahlen. Saludos. Pedro El Cavaras García Morales de Mires. Alle denken, dass du tot bist. Es war ein Fehler, mich zu verfehlen. Na, was ist das für ein Gefühl, ein Messer am Hals zu haben, Ramirez? Es ist eine Waffe für Feiglinge. Na, woran denkst du jetzt? Erzähl mir das mal. Man greift seine Freunde nicht an, Ramirez. Du bist mein Freund? Kommt ganz drauf an. Ich bin nicht dumm, Ramirez. Du steckst in Schwierigkeiten. Ich kann dir vielleicht helfen. Was willst du von mir? Sag mir, wo ich Cortes und seine Brüder finde, das weißt du doch. Warum sollte ich das machen? Denk doch mal nach. Wenn du vernünftig bist, dann könnte ich dir helfen, mit deiner Frau aus Mexiko rauszukommen. Aber vielleicht willst du es gar nicht. Du musst Mexiko verlassen. Warum sollte ich das? Na, wenn du es nicht tust, dann wird man dich irgendwann finden. Und dann kannst du nicht mehr schlafen. Denn du bist für den Rest deines Lebens auf der Flucht. Und das würde dir ganz bestimmt nicht gefallen, Ramirez. Wo hat deine Frau eigentlich dieses Medaillon her? Sag mal, hinter wem bist du eigentlich her? Hinter dem Gold und Ramon.
meinetwegen. Wenn's das Kopfgeld ist, wenn's dir darum geht, führe ich dich zu ihm. Das ist sehr vernünftig von dir. Hier. Es geht mir um das Kopfgeld. Passagieren, na los! Aber nicht alle auf einmal. Ganz ruhig aussteigen und macht nichts, was ihr später bereuen werdet, klar? Versucht hier nur keine Tricks. Das wäre euer letzter. Ich bin Arzt. Ich trage kein Geld bei mir. Ach ja, was ich nicht sage. Nur Kleingeld, was? Wo hat der Arzt seine Tasche? Na los, Doktor, wo ist Ihre Tasche? Die ist bestimmt voll mit netten Sachen. Ich werde sie suchen, Ramon. Was ist denn das? Na, kommt schon, ihr Ratten. Worauf wartet ihr denn? Greift ihn euch. Nicht schießen, erschießt ihn nicht. Den will ich lebendig, erschießt ihn nicht. Lebendig? Das wird dir nicht gelingen. Ich bringe den Gringo um. Komm!
Nicht schießen! Ich will diesen Mann lebendig! Nicht schießen! Ihr wolltet also meinen Sattel, hä? Los, hier ist er! Nein, Amigos! Nein, nein! Ramon! Ihr werdet nicht mit mir fertig. Das schafft ihr nicht. Steigen Sie wieder in die Kutsche ein. Hey, hey, hey! Erstaunt ihr, ihr Ratten, was? Na los, ich denke, ihr wollt mich umlegen. Ihr müsst den Sattel abnehmen. Na los doch. Vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Nimm den Sattel mit. Hey, amigo. Dein Nickerchen ist zu Ende. Na los, steh auf. Na, was ist denn? Hoch mit dir. Was ist mit dir? Erkennst du mich nicht? Ich bin dein Freund. Was ist los mit dir, Stinker? Hast du schlecht geschlafen oder wieder mal zu viel gesoffen? Los, steh auf. Ja, tatsächlich, du bist mein Freund. Was du nicht sagst, was war das eben? Warum bist du so nervös? Hast du mal wieder alles verloren? Na los, raus mit der Sprache. Was ist passiert? Wo ist mein Sattel? Wo zum Teufel ist mein Sattel? Diese Stinktiere haben ihn geklaut. Der ist von meinem Opa. Verdammt nochmal. Ach, reg dich nicht so auf, Dicker. Ich besorg dir ein Pferd und einen Sattel. Ich will nicht irgendeinen Sattel. Ich will den Sattel von Opa. Ich will ihn wiederhaben. Ich halte es nicht viel länger aus, Mr. Fulton. Sie müssen mir helfen, bitte. Mein Vater hat vor einigen Monaten eine Goldmine entdeckt. Ramon will, dass ich ihm sage, wo die Mine ist, aber ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich schwöre es ihm, Mr. Fulton. Sie müssen ihn dazu bringen, mir zu glauben. Bitte. Ich bitte Sie. Erwarten Sie, dass ich den Unsinn glaube? Sie müssen verrückt sein. Und jetzt stören Sie mich nicht. Das geht mich alles nichts an, Lady. Sie sind genauso wie alle anderen. Und ich war töricht zu glauben, dass Sie ein netter Mensch sind. Seien Sie ein bisschen geduldig. Früher oder später lernen Sie so einen Menschen bestimmt noch kennen. Es ist noch keiner da? Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert.
Es ist doch nur ein ganz gewöhnlicher Überfall. Ein normaler Arbeitstag. Wir sind Banditen, aber ich habe das Gefühl, sie sind auch nicht besser als wir. Das kommt ganz drauf an, wie man es sieht. Ein moralisierender Spieler, der seine Taschen gern mit unserem dreckigen Geld füllt. So ist das doch. Einen Moment. Ich gewinne mein Geld nur auf ehrliche Weise. Natürlich. Und das ist dasselbe Geld, das wir aus anderen Taschen stehlen. Sie sollten sich alle beide schämen. Sie sind gedankenlos. Wissen Sie, wie schlecht Sie eigentlich sind? Halt hier keine Predigt, du Miststück. Nein, Pablo, nicht so unhöflich. Halt hier keine Predigt, du dummes Miststück! Ein Gentleman schlägt keine Lady. Vor allem keine so hübsche. Ja, so sieht sie aus. Sie ist so schön wie der frische Morgen. Da haben Sie recht. Unsere Leute kommen. Du wirst Ramon nichts von unserem kleinen Zwischenfall erzählen, verstanden? Wir haben nur Munition verschwendet. Wir haben Sie nicht erwartet, Senor. Wieso sind Sie hergekommen? Eine Überraschung, Ramon. Diesmal nicht, um eine Runde Poker zu spielen. Dieser Typ war heute geht es um viel stark, wichtigere Dinge. Und dazu muss ich Sie allein sprechen, mein Lieber. Vamos. Was ist passiert, Paco? Uns ist ein verrückter Gringo über den Weg gelaufen. Er hat versucht, uns alle umzubringen. Dieser Yankee-Hurensohn. Der Mann mit dem Sattel war wie ein Teufel. Er war überall. Ein Sattel? Er war wie ein tobender Tornado. Was für ein Sattel? Wie ein Tornado? Wir hatten doch im Posada eine Schlägerei mit so einem Kerl. Hier ist er. Von dem Nordamerikaner, der sein Geld und sein Pferd an uns verloren hat. Ich frage mich, was diesen Sattel von diesem Fettsack so außergewöhnlich macht. Hä? Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann pumpe ich ihn so voll mit Blei, dass ihn nicht mal seine Mutter wiedererkennen würde. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich möchte wissen, wer auf uns geschossen hat. Comprendes? Sind Sie sicher, Fulton, dass dieser Kopfgeldjäger noch lebt? Ich habe vor einer Stunde gesehen, wie er das Posada verlassen hat. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie ihn kriegen wollen. Wenn der Hombre hier auftaucht, werden wir ihn ganz herzlich begrüßen. Sie dürfen ihn nicht unterschätzen. Ach, da hätte ich fast was vergessen. Sie erinnern sich doch noch an unser Gespräch. Wir beide haben da eine kleine Abmachung. Was kostet die Information? Ich bin nicht gierig. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen, mein Lieber. Aber ich will den Yankee lebendig. Ich brauche ihn als Geisel. Das ist mein Preis, verstanden? Sind Sie so wütend auf ihn? Das kann man wohl sagen. Was ist denn passiert? Wir haben mit diesem Gringo Poker gespielt und er war am Verlieren. Was hat Fulton gesagt? Calderona, kannst du nie was richtig machen? Du hast doch gesagt, du hast ihn erschossen. Der Killer lebt aber. Ich kann niemandem mehr trauen, nicht einmal meiner eigenen Familie. Paco, Manuel! Manuel, du reitest los. Und bring ihn mir lebendig, verstanden? Los, Leute, auf die Pferde, macht schon, wir reiten los. Vamos! Wir werden uns aufteilen. Paco, du nimmst deine Männer mit und reitest in diese Richtung. Und ihr folgt mir, Leute. Los! Wir gehen am besten zum Posada zurück. Wenn das mein Opa wüsste, würde er sich im Grabe umdrehen. Dieser verfluchte Haufen stinkender Gauner, diese mistigen Ratten. Reg dich nicht auf, Fettsack. Wer hat denn nun Opas Sattel gestohlen? Diese verdammten Falschspieler, die gestern mit mir gepokert haben. Und zwei von ihnen sahen diesen Typen auf dem Steckbrief sehr ähnlich. Die Cortes-Brüder? Woher soll ich denn das wissen? Ich weiß nur, dass sie den Gesichtern auf den Steckbriefen sehr ähnlich sahen. Bist du dir sicher? Wenn ich mich auf was verlassen kann, dann auf meine Augen.
Wie wär's, wenn wir uns zusammentun? Wir reißen ihn den Hintern auf. Ja, das machen wir. Hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir zurückgehen. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt. Na gut, dann werden wir eine Abkürzung nehmen. In Ordnung, wie du willst. Ehrlich gesagt geht's mir nur um einen Sattel. Eigentlich werde ich mit denen auch alleine fertig. In dieser Gegend kommt man ohne Pferd nicht weit. Also bleiben wir zusammen. Ein schöner Sattel. Mein Opa würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Hör auf zu jammern. Fangt schon an zu beten, ihr Ratten. Wenn ich hier frei bin, dann fahrt ihr in die Hölle. Da. Na, wie gefällt dir das? Uns macht das richtig Spaß. Kommt runter, ihr Ratten, dann zeig ich's euch. Ihr Schweine unter euch krieg ich noch. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir denn so? Dein Opa würde dich nicht gerne so sehen, was? Hör auf mit deinen Sprüchen und schneid mich lieber ab, verdammt nochmal. Ja, das mache ich gleich. Aber nur, wenn du bereit bist, dein Spiel auf meiner Seite zu spielen. Na schön. Na also. Schön die Pfoten hoch, Gringo. Er ist nicht besonders klug für einen Killer, was? Da kann ich doch nur lachen. Endlich haben wir ihn. Das fette Schwein. Genug. Zwei Karten. Ich passe. Eine Karte. Du verdammter Hurensohn! Du bist also hinter meinem Kopf her. Hm? Du sagst es, Ramon. Und aus diesem Grund werde ich dich töten. Du hast wirklich Mut, du dreckiger Gringo. Mehr Mut, als du dir vorstellen kannst. Du feiger, verdammter Schweinehund. Yankee! Du riskierst eine ganz schöne Lippe! Ich habe noch nie einen gesehen, der sich vor Angst so kaputt gelacht hat. Wie kommst du darauf, dass ich Angst habe? Ich habe keine Angst! Dann hättest du uns nicht gefesselt, wenn du keine Angst hättest. Fulton! Dieser Kopfgeldjäger erzählt uns hier wirklich lustige Stories. Aber gewiss doch. Habe ich nicht gesagt, dass die Amerikaner genauso viel Sinn für Humor haben wie die Engländer? Die reißen sogar noch Witze, wenn sie im Sterbebett liegen, bevor sie die Seele aushauchen. Karten? Nur zwei noch. Für mich drei. Si, si, comprendo. Wenn Sie den Tod kommen sehen, benehmen Sie sich immer so. Riechst du nicht irgendwas? Ich finde, es riecht hier nach Leichen. So, ich finde, es riecht hier wie in einem Schweinestall. Halt deine Schnauze! Das wirst du noch bereuen, du Schwein! Dann mach uns doch los und ich werde dir zeigen, wer ein Schwein ist. Halt's Maul. Chips? 200. Das will ich sehen. Cheetah! Die Peitsche! Beeil dich! Verschwende deine Kraft nicht, Ramon. Amerikaners wie diese sollten wie Hunde sterben und je eher sie begraben werden, desto besser. Nein, ich will, dass sie langsam sterben und dass sie dabei leiden. Wir werden ja sehen, ob sie dann immer noch Witze machen. Du und dein Freund, ihr wollt sterben, nicht wahr, Kopfgeldjäger? Das wirst du auch, aber ganz langsam. Ist doch nichts Neues.
Du hättest dir was Besseres einfallen lassen sollen. Nicht wahr, Ramon? Mir fällt eine ganze Menge dazu ein. Na, wie gefällt dir das? Ja, mir fällt viel dazu ein. Was habe ich vorhin gesagt? Völlig fantasielos. Da muss ich dir recht geben. Diese Mexikaner haben absolut nichts drauf. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr mich noch anflehen, euch umzubringen. Das solltest du auch machen. Ehe ich den Spieß umdrehe und dich zertrete, du miese kleine Ratte. Ich passe. Wann immer es um einen großen Einsatz geht, denke ich an ein bestimmtes Versprechen von Ihnen, Ramon. Wunder für mich. Du musst aufpassen, Ramon. Während du mit uns deinen Spaß hast, bescheißt jemand deine Leute. Was hast du da gesagt? Ich hab dir gesagt, dass euch hier jemand bescheißt. Ein Spieler. Er hat mehr als 4 Asse in seinem Spiel. Ich sage an. Können Sie das überbieten, Fulton? Wie wäre es, uns die Karten zu zeigen, Fulton? Nehmen Sie das Wort eines dreckigen, gedungenen Mörders ernst? Natürlich nicht, aber wir möchten Sie trotzdem gern sehen. Kommen Sie schon, Fulton! Worauf warten Sie? Na! Und Sie passen mit einem Full House einfach so? Beruhigen Sie sich, Amigo. Ich habe nur den Einsatz erhöht. Es hat keinen Sinn, gleich die Beherrschung zu verlieren. Sie haben falsch gespielt. Nur eine Art, den Jackpot hochzutreiben, was? Ich will mein Geld zurück! Ich auch! Was ist hier eigentlich los? Ich will eine Erklärung, Fulton. Das gehört zu den Regeln des Spiels. Jeder kann passen, auch mit guten Karten. Ja, ja, jeder. Aber Sie nicht. Sie spielen mit uns und haben nur eine Idee in Ihrem Kopf. Nämlich schnell an unser Geld zu kommen. Ich bringe ihn um. Ich werde ihn umbringen. Zuerst will ich eines klären, Fulton. Was wollen Sie in dieser Gegend hier? Na los, antworten Sie schon oder haben Sie Ihre Zunge verschluckt? Allmählich wird's mir klar. Aber du bist viel zu clever, es uns zu sagen, ja? Wie kommt es, dass der Killer dich so gut kennt, Kopfgeldjäger? Woher wissen wir eigentlich, dass er uns nicht schon die ganze Zeit betrügt? Seit ich mit ihm spiele, gewinnt er. Ja, das ist wahr. Oh nein! Die Gefangenen sind entkommen! Dann reitet ihn hinterher! Weit können sie nicht sein! Macht schon! Na los, bewegt eure Ärsche! Du wirst mir jetzt sagen, wie sie entkommen sind. Ich weiß genau, dass du es warst. Du mieses Yankee-Miststück. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich vorsehen. Wenn sie mich nicht reingelegt haben, gehört der Mann ihnen. Aber sollten sie mich getäuscht haben, jage ich sie bis ans Ende der Welt. Vamos! Sie werden jetzt mitkommen. Aber vergessen Sie nicht, es geht hier um Leben und Tod. Gehen wir! Pablo, du
wirst hierbleiben und die Augen offen halten. Keine Sorge, Ramon, ich pass auf. Alles, was sich bewegt, schieße ich über den Haufen. Und sollten wir den Killer finden, dann wird er bei unserem nächsten Pokerspiel der Gewinn sein. Bis dann, Amigo. Lass uns wieder reingehen. Vielleicht ist es besser, wenn wir warten. Was wollen Sie? Nur keine Angst. Verschwinden Sie hier. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Hilfe! Jetzt hab dich doch nicht so. Na komm schon, Kleine. Ja. Lass mich los! Hilfe! Ja, schön brav. Loslassen! Ja. Los, gehen wir. Du kommst nach. Jetzt. Schon. Es ist ja alles vorbei. Du brauchst wirklich keine Angst mehr zu haben. Es ist alles wieder gut. Nein, Senor, nein, bitte nicht. Bringen Sie mich nicht um. Ich kann Ihnen was über das Gold erzählen. Die Bank. Warte, erzähl mal. Das Gold von der Bank in Silver City. Ich werde Ihnen alles sagen. Ich sage Ihnen, wo das Gold versteckt ist. Na los, wir sind ganz Ohr. Aber versuch keine plumpen Tricks. Keine plumpen Tricks, ich sage die Wahrheit. Na schön, also los, dann zeig es uns. Ja. Ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Ja. Na los! Schlaf nicht ein. Nein, schlaf nicht ein. Komm schon. Hier ist das Gold von der Bank. Von der Bank in Silber. Ich sehe noch nichts. Ja, Senor. Ich beeile mich ja. Gleich werden Sie es sehen. Ja. Gleich werden Sie es sehen. Da. Bitte. Da. Das ist ja... Wir sind reich! Das müssen Millionen sein! Pass auf! Los, weg hier!
Pilar, der vierte Cortes, Bruder. Pilar. Sie haben wirklich keine Skrupel, nicht wahr, Fulton? Sie wollten unbedingt das erreichen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, stimmt's? Gracias. Haben Sie denn etwas Skrupel? Ja, die habe ich. Hier haben Sie es. Das Gold von der Bank in Silver City. Es ist Ihnen nicht gelungen, es zurückzukriegen, trotz Ihrer glänzenden Idee, mich loszuwerden. Wollen Sie damit etwa sagen, dass Sie fähiger sind als ich? Ich muss Sie daran erinnern, dass ich es war, der Sie von den Banditen befreit hat. Egal, ich bin Ihnen sehr dankbar, wer auch immer Sie sind. Ich reise morgen mit der ersten Postkutsche ab. Und dann werde ich das Geld der Bank übergeben. In Silver City wird man sich sehr darüber freuen. Sie wollen sich also mit fremden Federn schmücken? Ich würde es nicht so nennen. Ein Drink? Ah, endlich mal eine gute Idee. Ein kleiner Schluck hat noch nie jemandem geschadet. Das ist aber so ziemlich die einzig gute Idee, die unser Mr. Fulton gehabt hat. Hast du gehört, Lindissima? Schenk mal eine Runde ein. Na, sind Sie jetzt zufrieden, Senorita? Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen sagte, es wird sich alles im Leben zum Besten wenden. Man muss nur etwas Geduld haben. Und warten, bis die anderen die Dreckarbeit tun. Einen Moment, Mr. Fulton. Die Postkutsche kommt morgen hier an. Halten Sie es etwa für möglich, dass... Die Cortes-Brüder wollen das Gold. Die verstehen keinen Spaß. Ja, genau so ist es. Wenn die feststellen, dass das Gold weg ist, möchte ich nicht unbedingt dabei sein. Die werden nicht gerade in Freudengebrüll ausbrechen. Wir holen uns das Gold. Wir werden Rache nehmen. Dafür wird er mir bezahlen. Ich habe es dir gleich gesagt. Du hättest dem Amerikaner... Du hörst ja auch nie auf mich. Jetzt siehst du, was dabei rauskommt. Ich wusste es von Anfang an. Wir hatten das Gold schon. Und jetzt fangen wir von vorne an. Das habe ich die ganze Zeit gewusst. Wir hätten diesen Spieler umbringen sollen. Woher willst du das wissen, du Idiot? Er ist nichts weiter als ein elender kleiner Falschspieler. Ich will meinen Anteil. Wo ist das Gold? Du bist doch sonst so clever, Ramon. Jetzt tu etwas und zwar schnell. Was ist da los? Wer ist da? Pilar! Gott sei Dank! Wer hat das getan? Los, raus damit! Es war dieser Killer und der Mann mit dem Sattel. Sie haben Pablo umgebracht und unser ganzes Gold gestohlen. Wir müssen schnell handeln, bevor sie weg sind. Vamos, muchachos. Den werden wir es zeigen. Ramon, warte, ich muss mit dir reden. Jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Du solltest mir besser zuhören. Es geht um das Gold. Na schön, aber schnell. Du musst dich nicht aufregen. Das Gold wird erst morgen früh weggebracht. Dieser verfluchte, dreckige Hurensohn. Diese elende Ratte, und ich habe ihm die ganze Zeit vertraut. Ja, weil du zu naiv bist.
Ja, das bin ich. Ja, Paco. Jeder weiß das. Aber so bin ich nun mal. Aber was soll ich tun? Ich werde mich nicht mehr ändern. Ich werde immer so sein. Du weißt genau, dass sie mit der Postkutsche nach Rio Nuevo fahren. Sie. Sagst du uns bitte, woran du gerade denkst? An die Postkutsche. Buenos dias, amigo. Gut gemacht. Sie haben gerade noch rechtzeitig angehalten. Diesmal werden Sie genau das tun, was wir Ihnen sagen. Dann haben Sie keine Schwierigkeiten. Sie verschwenden Ihre kostbare Zeit. Da ist nur ein Mönch an Bord. Ein Mönch? Ja, ein Mönch. Und ein ziemlich dicker sogar. Machen Sie schon, Pater. Aussteigen. Tut nichts, was Sie später bereut, meine Söhne. Ach, die Worte Gottes sind unergründlich. Es tut mir wirklich sehr leid, Pater, aber Sie müssen Ihre Reise zu Fuß fortsetzen. Naja, die Geduld ist eine Tugend. Das war das erste Mal, dass ich in einer Kutsche mitgefahren bin. Gott allein weiß warum. Guten Morgen, Senor Fulton. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Donna Dolores. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Leider nicht. Die Aufregungen der letzten Tage haben mich sehr nervös gemacht. Da kann man nicht gut schlafen. Stell die Teller weg, beeil dich. Ich sehe Ihre Freunde nicht. Hoffentlich sind Sie nicht ohne zu bezahlen abgereist. Wissen Sie, manchmal geschieht das in Posada, aber ich will nicht hoffen, dass Ihre Freunde so sind. Machen Sie sich keine Sorgen. Die gehören nicht zu denen, die einfach abreisen, ohne zu bezahlen. So. Oh mein Gott, noch mehr Särge! Fulton! Zeigen Sie Ihr Gesicht! Ihre Zeit ist um! Mio Dios! ¿Qué pasa, señor Fulton? Thank you.
Ich wünschte, ich könnte dich umbringen, bevor ich kapiere. Fulton! Das Spiel ist jetzt leider aus! Senor Fulton, stehen Sie nicht einfach nur so da. Tun Sie etwas, lassen Sie sich was einfallen. Ich fürchte, ich kann nicht. Jemand hat meine Pistole entladen. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihre Waffen sofort niederlegen. Oder ich werde Sie und das Mädchen erschießen. Geben Sie mir den Revolver. Wenn Sie näher kommen, dann schieße ich Sie nieder wie ein Hund. Geben Sie mir Ihren Revolver.
Schon gut. Da gibt es noch etwas, um das ich Sie bitten möchte, Donna Dolores. Was halten Sie davon, mir den Brief zurückzugeben, den Sie mir gestohlen haben? Danke. Furten, ich bin mit allen fertig. Sie sollten sich besseres Geld da draußen holen, wenn Sie wollen, dass die Silver City Bank jemals wieder öffnet. Wie Sie wissen, ist dieser Stern hier nicht sehr viel wert in Mexiko. Ich trage ihn, wenn Sie so wollen, aus Spaß. Entschuldigen Sie, Donna Dolores, Sie sollten Ihre Gäste besser behandeln. Wer gibt Ihnen das Recht, Ihre Revolver zu entladen und Ihr Gepäck zu durchwühlen? Der Richter wird sich freuen, von Ihnen eine Erklärung zu bekommen. Auch in Mexiko gibt es Gesetze. Wenn Sie nichts dagegen haben, nehme ich mein Medaillon zurück. Hier ist die Belohnung für die Cortez-Brüder. Sie gehört Ihnen. Sieh mal eine an. Was für eine nette Überraschung, nicht wahr? Und das wird Sie jetzt gar nicht überraschen, Sheriff. Darf ich Ihnen meine Verlobte vorstellen? Mein Name ist Susan Crane. Als ich gekidnappt wurde, wollten Django und ich heiraten. Jetzt verstanden, Sheriff? Ich bin kein Kopfgeldjäger. Geben Sie die Belohnung an die Wohlfahrt weiter. Es freut mich, das zu hören. Ich wäre sonst auch sehr enttäuscht von Ihnen gewesen. Aber Mr. Fulton, haben Sie von mir etwas anderes erwartet? Ich kam nur aus einem Grund zum Posada, um Susan zu befreien. Und um den Mord an Ihrer Mutter und an Ihrem Vater zu rächen. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Freund Pickwick sich freuen würde, die Belohnung zu kassieren. Nein, danke. Ich mochte Blutgeld noch nie und ich habe es nicht nötig, so etwas anzunehmen, Sheriff. Pickwick, ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Erzähl uns, was dir an dem Sattel von deinem Opa eigentlich so liegt. Ich will dir sagen, warum ich keine Belohnung brauche. Ich war auf dem Weg zurück, um meine Ranch wieder in Besitz zu nehmen. Du besitzt eine Ranch? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Eine Ranch mit 3000 Stück Vieh oder sogar mehr. Das ist eine kleine Erbschaft von Opa. Ich habe nur einen Schluck Whisky trinken wollen und dann haben sie mich überredet, Poker zu spielen. Du weißt ja, was passiert ist. Sie haben dich also auch betrogen. Komm her, Susan. Das Schlimmste ist vorbei. Und das Schönste fängt an. Ha 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 ha